Privet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stalker Shadow of Chernobyl. Ich muss den Timer anmachen. Zack. Was ein Einstieg in eine neue Folge. ja, willkommen zurück. Ich habe ein bisschen an den Steuerung rumgefummelt. Das ist für euch jetzt vielleicht nicht unbedingt so interessant. Dachte ich, erwähne ich aber trotzdem mal. Okay. So, was war denn unser Auftrag? Wow! Ich sehe sie auch nicht auf der Map. 4 Stück, okay. Aber wo? Oh, diese Sirene macht mich wahnsinnig. Okay, wow. Ist drin, oder? Keine Ahnung. Unser Auftrag ist auf jeden Fall zurück zum... Was? Zum Händler? Weiß ich gerade gar nicht. Wir haben auf jeden Fall Strelok oder Informationen zu Strelok gefunden in der letzten Folge. Und mit denen muss ich jetzt... Oh, oh Gott, hab ich hier schon... Verbinde man hier, ne? Ja, okay. Scheiße. Und mit denen muss ich jetzt ja irgendwo hin. Siehst du, aber das habe ich nicht eingestellt. Ich habe jetzt die Verbände auf die Maustasten gelegt, also auf zurück und vor. Eigentlich wollte ich da ja die Granaten hinsetzen, aber na gut. Nein, jetzt ist die Waffe eingesammelt, Typ. Pack die mal wieder zurück. Okay, zwei Dudes müssen hier noch irgendwo sein. Boah, diese Sirene. Muss ich hier nach oben? Wahrscheinlich, ne? Hier ist nicht das Ziel. Wieso komme ich hier nicht durch? Weil du da nicht durch sollst, Stalker. Okay. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Okay. Nix. Lassen sie einen da rumlaufen und dann ist da nichts. Scheinerei. Mach mal einer die Sirene aus. Ich habe jetzt auch, weil ich Benutzen jetzt auf E gesetzt habe, kann ich nicht mehr mich um die Ecken lehnen. Weil ich mir gedacht habe, als Consolero benutze ich das sowieso nie. Aber gerade jetzt hier so in dem Gebäude vermisse ich das jetzt. Natürlich, jetzt wo ich es weggeschaltet habe, vermisse ich es natürlich. Ist doch klar. Wo sind die beiden Typen, Alter? Kippen. Nix dran. Niet. Oh Gott, meine Ausdauer, ey, das ist... Aha, okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich auch mal in mein PDA gucken. Ich meine, das Ding blinkt nicht ohne Grund. Aber wenn hier jetzt gerade irgendwie 3 Gegner unterwegs sind, beziehungsweise eigentlich 4 sogar, ja, dann werde ich auf gar keinen Fall in mein PDA gucken. Guck mal, Q geht noch. Also nach links zur Seite lehnen kann ich mich noch. Munition loswerden. So bescheuert sich das auch an. Wo ist der Typ hin? Hat er sich einfach weggeglitscht? Der hat bestimmt richtig derbe Informationen gehabt. Oh. Gezeichneter, ich habe dem Wirt von dir erzählt. Er sollte mit den Wächtern reden, damit du passieren kannst. Du solltest schnell zu ihm gehen und mit ihm reden. Fuck, schnell ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es werden auch immer mehr Feinde. Also habe ich hier die Militär Dokumente eingesammelt. Okay. Wollte ich das machen? Gut, dass ich... Oh, scheiß, Alter.
Gut, dass ich weiß, was ich hier mache und warum und überhaupt. Voll da. Okay, wir gehen erstmal noch mal höher. Warum nicht? Wie sagt ein weiser Mann einst, wer oben ist, ist nicht unten. Werden die wenigsten verstehen. Aber das ist ein Digi-Held-Zitat. Da komme ich nicht hoch. Oh. Habe ich ihn jetzt erwischt oder ist er einfach nur runtergegangen? Ja, der lebt noch, der Punkt ist ja noch da. Ah, okay, jetzt ist er tot. Wahrscheinlich war er nur verwundet. Alles klar. Dann sehe ich zu, dass ich runterkomme. Was sagt er? Ich soll zum Wirt, ne? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Shit, die sind direkt vor der Tür. Oh, shit, mir geht die Munition aus. Eben sag ich doch, ich muss Munition loswerden. Wo bist du? Wo bist du? Komm ran, du Lurch. Oh. Okay, zwei noch, zwei noch, zwei noch. War das der, der hier eben um die Ecke stand? Was? Wo? 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 Was? Irgendwer sieht mich. Wie? Oh. Munition. Da. Einer noch, einer noch, einer noch. Oh, das sind mehr als einer. Yep. Oh, shit. Oh, ist die Sirene aus? Vielen Dank. Okay, der ist da hinten in der Ecke. Oh, da auf dem Turm. Okay, der muss weg. Der muss weg. Oh, Scheiße. Was? Wo? Danke, mach die Sirene doch aus, Alter! Oh, der hinten ist abgestürzt? Nee, der ist gelandet. Ne? Ursprünglich war ja der Plan, dass man auch Fahrzeuge haben konnte in dem Spiel. Die Entwicklungsgeschichte ist sowieso ganz interessant. Wenn man sich da mal so reinliest. Also, das wurde irgendwie 2001 angekündigt. Wo ist er denn? Oh, shit, okay. 2001 angekündigt und ist ja erst 2007 erschienen. Was einfach daran lag, dass sie sehr lange Zeit lang entwickelt haben, ohne einen Publisher zu haben. Und dementsprechend einfach immer weiterentwickelt haben. Wie auch immer sie das finanziert haben. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte... Oh, 6 Schuss, Alter. Was? Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, oder habe, dann sind das die Entwickler, die damals auch, Cossacks gemacht haben, falls euch das was sagt. Dementsprechend hatten die vielleicht ein bisschen Kohle da, keine Ahnung. Jedenfalls hat das dann irgendwann THQ übernommen zu publishen. Und THQ hat die Leute dann erstmal auf den Pott gesetzt und gesagt, die haben dann wirklich einen Producer rübergeschickt, der dann da so ein bisschen die Hand drauf hatte. Damit das Ganze auch mal vorangeht. Und deswegen sind so ein paar Features gestorben, unter anderem halt auch das mit den Fahrzeugen. Was ein bisschen schade ist, aber ich finde nicht unbedingt Spielspaß abträglich ist. Von hier bin ich... Ah, shit, hier bin ich rausgekommen. Gut, einmal im Kreis gelaufen. Nice, gut gemacht, Ray. Und der ist auf dem Turm, der ist auf dem Turm.
Erwischt? Sieht's aus. Oh, bitte hab Munition. Warte mal, ich kann. Oh, der. Genau. Ich kann ja auch. Ach, nee. Was? Jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. Manchmal. Manchmal ist er ein Mo. Wieso kannst du. Na, also. Hab Munition dabei. Hat er. Und Brot. Und Informationen in seinem. PD. Ey. Oh, jetzt ein Sniper, Alter. Ich riskier's. Es funktioniert nicht, ich kann hier nicht runterspringen. Okay. Da wollte ich ganz wagemutig da runterjumpen. Geht nicht. Ja, seid ihr denn nur ihr drei? Ich kann ja noch. Sehr gut. Fuck, Alter. 21 Schuss. Wo ist meine Pistole? Wie viel habe ich dafür noch? 1088. Und die 15 im Magazin. Okay. Ein bisschen Ausdauer pumpen. Lange. Jawoll! Ja, ich wollte gerade sagen, sie ziehen sich zurück, da kommt der andere vorgesprungen. Fick dich, Wal! Und fick dich! Ah, Delfin! Ah, ist nicht unbedingt die beste Idee jetzt hier auf dem offenen Feld. Aber. Okay, der ist weg. Einer noch, einer noch. Und der liegt hier. Hast du was zu sagen? Oh, das ist schon fast grausam wieder. Oh boy. Leute, ich brauche Munition. Danke. Munition und Verbände. Das Zeug, mit dem ich am verschwenderischsten bin. Na gut. So, Richtung Händler. Richtung Händler. Bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin. Wo bin ich denn? Bin ich das? Nein. Hä, Moment, wo? Müllhalde. Da muss ich ja hier irgendwo sein. Ups, vielleicht sollte ich. Karte der Zone. Scheiße, wo bin ich? Wir rennen einfach mal dem Pfeil auf der Minimap hinterher. Was bist du für einer? Enemy. Shit. Aber er scheint alleine zu sein. War der LKW letztes Mal auch schon da? Also als wir hergekommen sind? Oh, achso. Eieieiei. Nehme ich, danke.
Wiedersehen, dankeschön. Ich habe nicht genug Platz, ne? Obwohl. So für ein, zwei Anomalien. Oh, geht sogar noch ein bisschen mehr. Ah, nicht Anomalien, Artefakte. Ne, warte mal. Doch, Artefakte waren das hier, ne? Die Anomalien war die, waren diese Dinger, die einem wehtun, und die Artefakte waren das, was man einsammelt. Ich brauche dringendst Munition. Habe ich denn... Selbst für die MP habe ich nichts. Na ja, gut, zur Not muss ich zur Schrot wechseln. Machen wir einfach mal. Auch wenn es natürlich distanzmäßig jetzt ein gewaltiger Nachteil ist. Aber na gut. Ich würde mich ja eigentlich gerne noch ein bisschen weiter umsehen, aber ich will auch die... die Quests abschließen. Also, wir kommen garantiert nochmal wieder hierher. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Was bist du? Eine Qualle. Qualle. Gravit. Okay, ja. Erstmal Richtung, Richtung Händler zurück. Ein bisschen was abgeben. Die Quest abgeben. Bist du... freundlich oder feindlich? Okay. Oh shit, drei. Also schauen wir mal. Ja. Wenn ich so aussehen würde, wäre ich auch feindlich. Wo sind denn deine anderen beiden Kollegen? Wie markiert man die eigentlich? Macht er das automatisch oder? Sind die anderen beiden? Wo? Oh, Kacke! So, wenn der eine mich jetzt von hinten angreift, bin ich... komm von vorne! Nehme ich. Ich hatte ja gesagt, ich will mal nach einer Mod gucken oder sowas, ne? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Habe ich auch irgendwo nicht vor, weil ich habe mich mittlerweile mit diesem, du musst deine Ressourcen haushalten, habe ich mich sehr angefreundet irgendwie. Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich nervt es mich nochmal irgendwann, aber ja. Das Lager der Socker der Müllhalde gegen Angriffe von Banditen verteidigen. What? Ist das jetzt ein aktueller Auftrag? Dokumente stehlen. Sollen wir die neuen Müllhändler ausscheiden? Stalker töten. Alter, die muss ich auch noch dringend abgeben, bevor die abgelaufen sind. Das ist ja sonst schon hier. Ja, okay, gut, das kriegen wir hin. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwo... Oh, das ist ein Bandit. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwo am Arsch der Heide. Bist du alleine hier, Kumpel? Bist du ganz alleine im Wald? Willst du mal eine echte Schrotflinte sehen? Oh oh. Ein Glück bist du ein schlechterer Noob als ich. Ich muss echt mal gucken, ob ich das mit dem Veteran überhaupt übernommen habe. Na, gerade nach der letzten Folge ist das, war mir das irgendwie ein bisschen suspekt. Oh fuck. What the hell? Na gut, 46 und ein Magazin, damit komme ich vielleicht ein Stückchen. Habe ich nicht noch eine Granate? Auf der 6, oder? Auf der 5, oder? Auf der 4? Auf der 7? Wo ist die Granate? Ich habe gar keine. Aha! Gut. Ja. Oh, da hinten auch noch einer. Leute, 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 Leute. Okay, wir räumen
Munition dabei. Immerhin. Der hängt ja auch noch. Sehr nice. Ach, schön. Boah, ey, wie ich mich geärgert habe im Nachhinein, wie ich gemerkt habe, dass ich die... Oh, MP... What? Was war das? F7? F8? Ich wollte sagen, wie ich mich geärgert habe, als ich gemerkt hatte, dass ich die MP-Munition da weggeschmissen habe die ganze Zeit und das, obwohl ich die MP doch benutze. Ich sollte wirklich ein bisschen mehr Wert darauf legen, dass ich darauf achte, was ich habe und was ich brauche. Scheiße. Mamasuke, sagt er. Aber wo kam der Kerl denn eigentlich her? War das der, den wir außen gesehen haben? Davai, Kollege, davai! Okay, ganz kurz den Rücken abdecken. Alles frisch. Wo ist meine Maus? Da. Hängt er immer noch. Wo bist du? Das ist jetzt mega dumm, 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 das ist jetzt mega dumm! Dwayu, was? Ich nix verstehen. Chef, alles fu Scheiß. Ali, nix shoot. Okay, aber. Da. Du kannst mich nicht treffen, ich bin hinter einem Pfosten. Denn gleich und gleich gesellt sich gern, mein Freund. So. Den hatte ich schon. Hi. Wodka nehmen wir nicht mit. Verbände. Munition und Verbände. Immer her damit, meine lieben Freunde. Immer her damit. Ich weiß damit, was anzufangen. Hey, warst du mal ein Kumpel von uns? Vermutlich. Ja, Freund. Okay, das ist schade. Aber ich bin voll. Noch das Versteck. Arogio Brau. Wahrscheinlich heißt das so viel wie Waffe weg oder so. Danke für die Hilfe, das war schon ziemlich haarig. Was machst du hier eigentlich? Ich suche noch Informationen über Strelok. Fuchs hat mir von dir erzählt, deshalb bin ich auf ein Gespräch hierher gekommen. Ja, das hatten wir doch schon mal. In Ordnung, du hast mir einfach so geholfen, da werde ich dir was erzählen. Einer der Typen, die ihr E-Mail... Das hatten wir schon alles, ja. Aber nochmal 2500 Geld. Danke für die Informationen. Kannst du mir irgendwas Interessantes? Nichts weiter. Du hast nicht genug Geld, um mich für sowas zu bezahlen? Alles klar.
Dann bis dann. Ciao. Hey, kannst du mir irgendwas Interessantes sehen? Okay. Ach ja, guck mal. Da habe ich die ganze MP-Munition nämlich gelagert. Dann schmeiße ich die auch erstmal da hin. Kann ich die nicht komplett rüberziehen auch? Nee, kann ich nicht. Kann ich das so machen? Auch nicht. Okay. Dann weiß ich zumindest, dass die hier ist. Werden sie wahrscheinlich niemals benutzen. Aber naja. Sie ist auf jeden Fall an einem Ort. Warum läufst du ganz alleine herum? Hier rennen genug Glatzköpfe herum, die dich jederzeit erledigen können. Vor kurzem sind sie total durchgedreht. Sie greifen sogar die Sicherheitsposten an. Habe ich Pfosten gesagt oder Posten? Nun. Du bist auch nicht auf dem Laufenden. Okay. Aber du hast richtig viel Kohle, Alter. Hier, pass auf. Ich gebe dir davon 2 Stück. Was hältst du davon? Willst du das haben? Nimmst du oder was? Geil, danke. Habe ich ihm das jetzt wirklich verkauft? Hey, hey, na? So. Moment, Pistole durchladen. Niemals mit einer halbvollen Waffe durch die Gegend rennen. Right. Arugio, Bro. Haben wir irgendwelche Missionen in der Nähe? Nee, ne? Da bin ich. Ich komplett auf der falschen Seite. Warte mal. Ich will runter. Ich laufe in die falsche Richtung. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Aber wo willst du... Ach so, du willst zum Wirt. Wenn nichts wird, wird, wird. Ist jetzt nicht so ernst gemeint, ist einfach nur ein... Wort-Dings, was mir gerade eingefallen ist. Na, Leute. Bushaltestellenkinder. Ziemlich große Bushaltestellenkinder. Mal gucken, ob wir in dieser Folge noch zum Händler kommen. Ich bezweifle es fast. Vor allem, weil ich ja auch nicht rennen kann und nix. Beziehungsweise kann ich, aber... Das war's schon wieder. Oh, er ist so schnell! Er ist so... Gut gemacht! Jod, ey. Die umgehe ich jetzt einfach mal. Sagt es und läuft trotzdem in sie rein. Hier ist eine Anomalie. Oh, Annemarie. Ne, wie ging denn das noch? Annemarie. Von extra breit. Weiß ich nicht mehr. Oh nein, komm schon, Typ. Wir haben noch gar keinen Namen für den Typen. Er ist ja immer nur gezeichneter. Oh, da sind noch mehr. Sind das auch Banditen? Ne, das sind meine... Das sind meine Buddies. Hier ist die Müllhalde. Okay. Wenn ich seitlich gehe, verbrauche ich auch Ausdauer? Ja, Mist. Hätte sein können, dass er so ein bisschen buggy ist. Was? Stalker ist buggy? Niemals. Geht das schneller? Lasst mich da raus, Leute. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist so gut, dass sie liegen bleiben, ey. Dass man wirklich irgendwie nach Stunden wieder zurückkommt und dann denkt, ach ja, geil, hier war dieser Überfall. Ach ja, geil. Hier starben... Naja, es sind ja nur computergenerierte Figuren. Und auf einmal bin ich hier drinne. Einfach so mitten im Raum. Okay. Ey, hinnehmen. Hinnehmen. Hallo, Gio Bro. Was? Achso, ich setze euch da hin. Ich dachte gerade, die wollen einen plündern. Unsere halbe Stunde ist durch. Aber... Das bedeutet, ich muss jetzt leider erstmal aufhören. Macht gar nichts. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und zwar morgen, es sei denn, sie ist schon online, dann kannst du sie direkt angucken. Die Playlist ist immer der erste, in der Videobeschreibung, der erste Link ganz oben, ist immer die aktuelle Playlist. Und ja, wenn es gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.